die Versöhnung ist da, die ist angekommen. Und das wissen wir hier in Deutschland lebenden Juden allemal. Mit den Spielen haben wir die Möglichkeit, diese Message auch außerhalb Deutschlands zu transportieren, auch über die Grenzen Deutschlands hinweg. Und das ist uns wichtig. Ja, die Schuldfrage ist längst geklärt, über die brauchen wir nicht zu diskutieren. Wichtig ist, dass wir aus der Vergangenheit, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das ist immer im Leben wichtig, so auch in dieser Sache, dass wir von dem Zivilisationsbruch, der geschehen ist, dass wir daraus lernen. Bedeutet mir sehr viel, denn wer hätte es damals, 43, als ich in den Untergrund gegangen bin, erwartet, dass wir es überleben, dass wieder ein jüdisches Leben in Deutschland stattfinden wird und dass wir ein Sportfest auf diesem Platz haben werden, der uns 1936 zur Olympiade versagt wurde. Es ist ein Aspekt, der alle Juden in Deutschland und auch weltweit betrifft und auch bewegt. Insofern, das eine geht nicht ohne das andere. Man baut ein neues Judentum in Deutschland auf, ein fröhliches, ein vitales, ein erfolgreiches Judentum, ohne dabei die Vergangenheit und die Shoah aus dem Blick zu lassen. So, und dann? Verkünde die Spiele von Berlin. Wir nehmen zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports.